Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Ja, sehr, sehr schöne harmonische Klänge hier. Timo, um die Frage gleich zu beantworten. Das Lied heißt The Growing of the World und ist aus dem Spiel So Let Us Melt. Und ich habe das immer schon als ein sehr spannendes Spiel empfunden, aber es ist ein ausschließlicher VR-Titel. Deswegen, ich kann ihn nicht selber spielen, du brauchst so eine Oculus Rift etc. Aber ich bin auch nur auf das Game gestoßen, weil der Soundtrack von Jessica Curry ist und die gehört zu meinen liebsten Game-Soundtrack Komponistinnen in diesem Fall und ja, richtig, richtig großartig. The Growing of the World, schönster Song für mich aus dem So Let Us Melt Soundtrack. So, also, ja, noch einmal ein fröhliches Hallo in die Runde. Roxas war heute der Erste. Ihr süß verzierten Marzipantörtchen, ja, und der Drache ist auch schon seit 5 Monaten dabei. Der kleine Drache macht für heute Pause, bevor es morgen und Samstag einen Schreibmarathon macht. Oh cool, 5 Monate, geil, fast ein halbes Jahr. Ja, und jetzt hast du ja auch, ich habe ja die Symbole überarbeitet, jetzt ein schönes Violett für, das ist das 3-Monate-Abzeichen, genau. Tiny Toons Adventures Bubs Big Break. Oh Mann, das habe ich auf dem Game Boy auch gesuchtet damals. 1992 kam das Game raus. Oh mein Gott. Da war ich 7. Da hatte ich meinen Game Boy erst seit einem knappen Jahr. Ich hab's geliebt. Ja, nun, wir reden heute viel über Musik, das ist okay. Dann hat sich auf jeden Fall auch Timo gemeldet. Ich grüße meine lieben Zuckerwatteberge. Oh, süß. Ihr Lieblingsflauschis, genau, genau, ihr Lieben. So, ja, und wir werden heute auf jeden Fall, Eva sagt auch noch Hallo. Hallo! Und Roxas OMG, das Lied hat gerade sehr viele Bilder aus der Kindheit hervorgerufen. Okay, Roxas kennt das Game auch. So, was kommt als Nächstes, World of Warcraft, Mists of Pandaria, okay. Auch ein sehr schöner Soundtrack, habe ich allerdings nicht selber gespielt, da wäre jetzt Marlies die Expertin für. Aber der Soundtrack ist halt auch geil. Nun denn, also, wir werden heute mit Metroid Dread weitermachen und das wird sehr, sehr spannend, weil wir werden halt instant quasi mit einem Bossfight einsteigen. Erinnert euch an das Ende des letzten Streams, da habe ich ja schon gesagt, so, ich würde den Stream jetzt gerne beenden und dann sind wir nur noch durch eine Tür und dann war da halt plötzlich der nächste Bossfight und dann habe ich es noch irgendwie 2 oder 3 Mal probiert, nicht hingekriegt, aber so halbwegs ein Gefühl dafür bekommen, was wir da machen müssen, aber halt gesagt, okay, komm, weil ich wollte halt echt ins Bett. Dann gesagt, okay, lass uns beim nächsten Mal weitermachen. Und ja, das ist jetzt heute. So. Okay. Das klingt episch, so mit dieser Musik hier. Begeben wir uns in den Kampf. Oh yeah. Nochmal ein bisschen Kraft tanken. So, Prost, ihr Lieben. Na, hat schon mal jemand epischer Monster getrunken? Zu solcher Musik. Okay, wir machen sie jetzt trotzdem aus. Langsam und sachte. Da, 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 so. So. Ach, ist das schön. Ist das schön. So. Und jetzt wollen wir doch gleich schon mal hier... Wie geil ist das denn, Timo? Ganz viel Spaß noch. Ach, Timo muss wieder zum Japanischunterricht. Natürlich, natürlich. Timo, ich wünsche dir wie immer viel Erfolg und bis später. So, die Switch ist angeschlossen, aber ich müsste sie gerade eben noch einmal synchronisieren. Das ist halt immer das Problem bei der Capture Card hier. So, das ist der Grund, warum ihr das einmal kurz seht und dann wieder nicht seht. Und ja, jetzt habe ich... Ich habe hier zum Glück meine Anzeigen und sehe dann einen möglichen Delay zwischen Bild und Ton. Und das will man nicht haben. Das wollt ihr nicht haben und das will ich nicht haben. So. Aber jetzt passt's. So. Vollbildprojektor. Yes. Nice. Dann starten wir. Und erzählt,
ihr Lieben, wie geht's euch? Wie gesagt, ich werde jetzt heute wieder gleich voll drin sein, hier in-game. Boah, dieses Intro. Ich feier das. Boah, das klingt so atmosphärisch. So atmosphärisch. Melee-Konter. Besiegt die Gegner, die zuvor durch einen Melee-Konter betäubt wurden, hinterlassen zahlreiche Items. Ja, das haben wir schon festgestellt, dass der an sich eigentlich die bessere Attacke ist. Muff, guten Abend, Herr Lichtfinger und Chat. Guten Abend, Muff. Und Roxas sagt, ich hatte heute einen sehr schönen Tag. Hab heute nochmal den Stream angeschmissen und kam heute weiter als gedacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danach gab es einen schönen Spaziergang mit dem Männer und jetzt bin ich hier. Geil! Ah, das klingt schön. Du spielst ja Pokémon Retterteam, den eines der ursprünglichen, also nicht das aktuelle auf der Switch, was ja auch nur ein Remaster ist im Prinzip. Spielst du denn das, wo das das Remaster ist, oder? Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so aus. So, Karte. Wir müssen uns jetzt wieder nach oben durcharbeiten und der Bossraum ist hier. Drogyga. Ach was, cool. Ich habe noch gar nicht gewusst, dass der Boss einen Namen hat. Alles klar. Das ist ja schön. Gönn mir heute mal was und hab mir ein Burger-Menü bestellt mit dem schönen scharfen Tex-Mex-Burger. Geil. Ja, geil. Sehr schön. Okay, wir arbeiten uns tatsächlich wieder hoch. Ich bin so gespannt. Okay. Ich verkack erstmal hart. Lighty schon wieder hier voll. Die Inkompetenz lässt grüßen. Hier können wir auf jeden Fall Waffen aufladen. Oh, der Tex-Mex-Burger war also scharf. Ja, Soße nicht ganz so. Okay, und Roxas sagt noch, nee, ich spiele das Spiel, was nach dem Original des Remasters kam. Das war jetzt leicht verwirrend. Ja, okay, alles klar. Aber ich verstehe, was du sagen wolltest, tatsächlich. Oh, Mann! Will ich denn darauf? Ja, ich will darauf. Hier wäre jetzt nochmal Kartenterminal gewesen, waren wir aber okay. Drache, mir geht's gut, hab endlich den Anfang von der Ausschreibung überlegt. Das Thema, wie die Menschen in Zukunft leben, soll ja gut überlegt sein. Wow, krass, okay. Da gibt's bestimmt eine ganze Menge spannender Theorien auf jeden Fall, das kann ich mir vorstellen. Oh, sind wir gerade in die falsche Richtung gelaufen? Ich glaube schon. Wie ich halt einfach... Klasse. Mir die Karte gar nicht ganz genau angeguckt. Jetzt gehen wir hier rum, letzten Endes, um wieder nur da zu sein. Wir hätten eigentlich auch von diesem Speicherraum, wo wir waren, wir hätten uns auch einfach hier so hocharbeiten können. Und wenn wir da... Ja, am Ende spielt es jetzt wohl keine Rolle. Okay.
Ja. Ich hoffe, wir kriegen noch mal ein bisschen Lebensenergie. Ich merke schon, ich bin... Hab mich hier gerade schon wieder gut zerbrezeln lassen. Was in Anbetracht des drohenden Bossfights nicht ganz so toll ist. Sonst müssen wir das gleich echt noch mal besser machen. Vielleicht gibt's Essen. Dann wünsche ich schon mal guten Appetit. Kann mit Melee countern. Oh, ja. Wir haben uns nicht versaut. Oh, oh. Okay, wir werden jetzt eventuell gleich sterben. Na, ganz toll. Ich dachte, hier mit so einem Melee counter kriege ich ein bisschen Leben. Okay, Leute. Ne, wie beim letzten Mal. Ich glaube, das erste Mal zählt nicht. Wir kacken gerade hart ab. Oh, oh. Oh, oh. Ah, ah. I'm sorry. Okay, einmal durchgenoobt. Einmal durchgenoobt. So, das heißt, wir sind jetzt wieder an der Ladestation gewesen. Das ist ja fantastisch. So, ich hätte... Wo haben wir denn hier eigentlich so eine schöne Ladestation für alles? Das könnte ich sehr gut brauchen. Aber das scheint mir ein bisschen weiter weg zu sein. Shiat. Das ist ja dann nur so semi-schön. Tja nun. Nein, ernsthaft. Es ist ja super weit weg, ne? Okay. Boah, spannende Frage. Saugt der eigentlich Mothballbomben an? Wow, 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 wow. Wäre witzig gewesen, es rauszufinden, wenn ich man, wenn man dabei nicht so abgenoobt hätte. So, das Item haben wir ja gekriegt. Und jetzt geht's hier weiter. Oh. Leutchen, Leutchen, Leutchen. Ich lass mich hier wieder zerlegen. Katastrophe. Das war gut. Das auch. Ja, es geht doch. Es geht doch. Da ist die gewonnene Energie auch schon wieder weg. Holy fuck. Wow. Ich war definitiv... Oh mein Gott. Was sagt ihr noch? Also Roxas, bei mir gibt es jetzt auch Essen. Werde mich dann schon wieder verabschieden. Wird aber heute ein kleiner Filmabend gemacht. Viel Spaß. Sehr gut. Vielleicht schaust du nachher nochmal rein. Alles klar. Und Muff, ich will irgendwann ja mal eine Habanero probieren. Weil ich stehe ja total auf scharf. Würde aber vermutlich noch als ungeübt bezeichnen. Ja nun. Oh, was gibt's hier? Leben. Oh, sehr gut. Das brauchen wir. Fantastisch. Ja, krass. Also man muss ja auch keine ganze essen, ne? Man kann sich ja so ein Stück abschneiden und dann mal so schrittweise schauen, wie es läuft.
Aber ja, also Habaneros sind auf jeden Fall ganz gut zu bekommen. Also momentan wäre auch eine gute Chance. Also Rewe hat und Edeka haben manchmal in der Chili-Abteilung so Plastikverpackungen, wo dann so verschiedene Chilis drin sind und da sind mitunter auch mal Habaneros dabei. Genau. Google am besten einfach nochmal im Internet, wie die aussehen. Die haben ja doch eine eher ungewohnte Form, zumindest für den deutschen Chili-Konsumenten, weil die halt so, so rund sind. Und ja, dann wirst du die dann schon erkennen, wenn die da in der Verpackung sind. Meistens steht es auf der Rückseite dann noch drauf, was da für Sorten drin sind. Und ja, dann schneidest du dir da halt einfach nur mal so ein kleines Stück ab und probierst erstmal schrittweise. Weil, wie gesagt, die ganze zu probieren wird wehtun. Und es wird halt über das, das, also der entscheidende Punkt ist halt, dass es über das, oh, diese Mistviecher, ey. Dass es halt über das reine Konsumieren und dass es halt in dem Moment sehr scharf ist, halt hinausgehend sehr unangenehm ist. Ich werde jetzt hier gerade eben nochmal Lebensenergie aufladen, weil der hier so praktisch war. Okay, es ist auch ein bisschen doof, dass die Gegner respawnen. Vielleicht können wir sonst auch ein bisschen an denen vorbeikommen. Okay, das hat sich ja gelohnt. Okay. Das Spiel möchte es uns nicht einfach machen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, das sieht doch jetzt schon besser aus. Ah, okay, Moment. Sehr gut. Wow, 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 wow. lass ich mich hier schon wieder von den Viechern ärgern, ne? So. Kaisers Tengelmann ging ja der einst pleite. Ach was, okay, also der Kaisers kannte ich jetzt gerade vom Begriff nicht, aber Tengelmann ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Ja, ja, nice. Also, was heißt da nice? Nicht nice, dass die pleite sind, aber okay, die kannte ich halt. Okay, Leute, jetzt sind wir dann noch gleich da. Nur mal gucken, wie es mit dem Boss läuft. Das Tentakelvieh vom letzten Mal. Ja, oh, ja. Okay, 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 okay. Ja. Ich glaube, das haben wir jetzt schon verkackt. Nein, wir haben es gerade doch noch geschafft. Ah. Okay, 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 okay.
wünscht mir Glück. Ich konzentriere mich und versuche mein Bestes. Oh, ganz toll, wir haben keine Missiles mehr. Okay, wir können die aber farmen, indem wir die blauen Dinger kaputt schießen. Das ist auch gut. Dann machen wir das mal. Okay, 30 haben wir schon wieder. Sehr gut. Ah, läuft doch. Am Anfang habe ich jetzt noch gedacht, so scheiße, nein. Aber jetzt... Oh, ja, okay, 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 okay. Oh, das macht Schaden. Ach du Scheiße. Okay, okay, okay. Ich sollte einfach nicht sagen, dass etwas gut läuft. Au. Chi, miau, chi. Okay. Jinxed it. Yes, yes, genau das ist passiert. So. Auch gar nicht so einfach. Boah, dieses Timing mit den Tentakeln, ne? Tentakel-Timing, schönes Wort. Okay, 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 okay. Ah, der Attacke auszuweichen. Und auf jeden Fall auf keinen Fall von den roten Kugeln treffen lassen, das wissen wir jetzt. Die machen irgendwie 2 E-Tanks Schaden oder so. Ah! Die Tentakel aber auch. Ja, klasse. Okay, keine... Wir müssen Tentakel farmen. Nein, wir müssen Missiles farmen. Wir müssen Tentakel farmen. Ja, genau, Lighty. Was sind das jetzt hier schon wieder für... Freudsche Versprecher? Nein, ich hoffe nicht. Oh, okay. Wir machen das. Wir werden ganz in Ruhe das Zeug farmen. Okay, 40 haben wir schon wieder. Okay, ja, funktioniert. Ich finde das schön, das ist bei Metroid-Bossen eigentlich immer so. Irgendeine Mechanik gibt es, mit der man halt wieder, ja... Also sowohl Leben als auch Missiles eigentlich wieder bekommen kann. Aua. Bisschen kritisch, dass die Treffer so hart reinhauen.
Oh! Oh, und jetzt sind es zwei rote. Au. Alter, wie weicht man denn der Attacke mit den drei... Oh, das war gemein. Wir haben uns ja ganz ordentlich geschlagen bis hierhin. Boah, ich bin gespannt, wie lange wir brauchen werden. Ja, die Melee-Attacke. Boah, können wir die Attacke blocken? Mit den drei Tentakeln, aber das ist ja auch wieder so ein Timing-Ding. Gab es dann Indikator für, dass das geht? Ja, ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt auf jeden Fall mit Konzentration vorwärts zu kommen. Und immer wieder zwischendurch Missiles zu farmen. Ah! Ihr könnt euch ja vorstellen, wir haben ja noch keinen Gravity Suit. Ich hoffe einfach... Ja doch, dass wir ihn kriegen, stimmt. Hatte ja Adam hatte das schon gesagt, genau. Ja, in diesem Spiel gibt es den auch. Und wir können uns halt momentan noch nicht wirklich gut unter Wasser bewegen. Es ist halt alles so ultra träge und viel, viel langsamer. Und das macht natürlich auch solche Sachen wie das Ausweichen hier einfach gerade schwer. Sehr gut. Die Bossfights sind schon... Oh, das war zu früh. Es hilft auch echt nicht, dass die Kugeln so floaty sind. Ah, Scheiße. Sah schon ganz gut aus. So, das ist diese Dreier-Attacke. Oh, wie weiche ich der aus? Ernsthaft. Boah. Tja, was glaubt ihr? Wie lange werden wir hier sitzen? Okay, interessante Idee, Eva. Da müsste ich sehr, sehr schnell sein. Aber, ich glaube, nein, ich glaube, das geht nicht, weil er... Okay, jetzt werde ich auf jeden Fall sterben. Aber ich glaube nicht immer dann, wenn die Tentakel kommen, dann er baut das ja zu. Ja, genau, er blockiert. Siehst du das, Eva? Das ist... Ja, es wäre toll. Aber er blockiert es leider. Nicht bei den dreien? Okay. Ja, das wäre ja super.
Okay, ich werde versuchen, darauf zu achten. Nur werde ich jetzt in dieser Runde wahrscheinlich verrecken, weil ich, Ja, komm. Wir lassen uns gerade nochmal abmurksen. Das ist, glaube ich, einfacher. Und dann... Aber okay, cool. Danke fürs Mitdenken. Wenn er das wirklich nicht macht, dann muss ich halt echt schnell sein und das schaffen, dem auf diesem Weg auszuweichen. Aber dann wäre das großartig. So, und jetzt mit Konzentration. Kriegen wir den eigentlich hier mit dem normalen Blaster auch genug Schaden gemacht, dass wir den in die andere Phase kriegen? Es geht mit den Raketen jetzt deutlich schneller. Aber so können wir halt wieder ein bisschen Sachen organisieren. Das ist natürlich gut. Gerade tatsächlich volles Leben, ne? Ein kleines Wunder. Boah, dass diese Floaty-Dinger so langsam sind, hilft auch nicht wirklich. Scheiße. Okay. Ah, scheiße. Okay, der hat gesessen. So, jetzt kommt wahrscheinlich die fiese Tentakel-Attacke. Ah, scheiße. Oh Gott, okay. Ja, sie kam, aber ich war nicht gut darauf vorbereitet. Beziehungsweise eigentlich schon, aber ich hab's halt verkackt. Nur, dass das jetzt zwei von denen sind, ist auch echt nicht einfach. Oh, scheiße. Komm schon, Leute, das kann doch klappen. So gut war es bisher noch nicht. Oh mein Gott! Bitte keine weitere Phase, das wäre ja Hammer. Ich glaube, wir haben's. Ich bin ein bisschen zitterig. Ja, Hammer, Leute! Wow! Okay. Auf jeden Fall ein Bossfight, der Laune gemacht hat. Wuff. Okay. Krass. Okay. Puh, erstmal runterkommen. Ist aber auch ein hässliches Vieh. Wow. Okay. Naja, wirklich ein
Wir sind ja von oben in den Raum reingefallen und ja. Ja, es hätte wohl keinen anderen Ausweg gegeben. Wir sollten hier wohl in das Loch fallen. Hab damit jetzt trotzdem gerade nicht gerechnet. Ach Leute, das war gut. Oh. Schön. Ja, wir können den Bombjump unter Wasser leider nicht wirklich gut benutzen. Nee, hier haben wir jetzt noch nicht die Bewegungsmöglichkeit, daran zu kommen. Schade. Nee, ich wüsste gerade nicht wie. Wird dann wohl ein andermal passieren. Und wie komme ich hier wieder raus? Ach so, ja, so. Okay. Hier waren wir ja vorhin schon. Hier können wir uns hier wieder aufladen. Das finde ich gut. Oh, das war nötig. Das war nötig. Okay, ja, dann müssen wir wohl ziemlich sicherlich hier jetzt nach oben weiter. Oh Gott, die fliegt ja schon wieder. Ich mag euch nicht. Aha. Dann ist das wahrscheinlich so eine Falle, dass man da wieder runterbricht. Ja, genau. Okay, gut. Das heißt, wir müssen das... mit dem Beam hier schaffen. Oh, geht's da oben in ein neues Gebiet? Aber erstmal speichern. Aber Eva, voll gut, dass du so aufgepasst hast bei dem Tentakelviech. Ich habe es jetzt zwar nicht hingekriegt, aber du hast recht. Also in der Theorie hätte das funktioniert, um auszuweichen. Naja. So, wo geht's hin? Oh, ein ganz neues Gebiet. Ei. Gavoran. Na dann. Gavoran oder Gavoran oder... Gavoran? Französisch Gavoran? Nein, wahrscheinlich Gavoran. Wahrscheinlich Gavoran. Oh, hallo. Cool, das ist ja hier so richtig... Boah, wie so ein... Weiß ich nicht, wie in so einem Wald oder so. So ein Dschungel. Voll cool. Oh, hallo. Grüne Schleusen sind
in den anderen Metroid-Spielen meistens Super Missiles gewesen. Bin ich ja mal gespannt, ob das hier auch so ist. Auf jeden Fall kommen wir da nicht durch. Aber hier haben wir sowas. Schatzi, hallöchen. Das freut mich ja, dass du auch kurz reinschaust. Hallo. Wir haben soeben gerade den Bossfight erst geschafft, mit dem wir quasi angefangen haben. Ein nettes Hentai-Tentakelvieh, das, naja, entweder mit einem langen Tentakel oder gleich mit drei auf einmal auf Samus los ist. Aber gut, wir haben es hingekriegt. War spannend. Ja, jetzt sind wir in einem ganz neuen Gebiet gerade und es sieht spannend aus. Es sieht mir aus wie so ein... Fast wie so ein... Es hat mich hart penetriert, Muff. Ja. So, das hier sieht echt aus wie so ein... Dschungel, Wald, wie auch immer. Voll schön. Gut, was können wir denn hier Feines machen? Hallo. Und ja, wie kommen wir da ran? Nicht so einfach. Gut, wir wissen, dass das Item hier ist, aber... Ja, doof. Offensichtlich können wir gerade nichts machen. Wir haben uns dann auch gerade eben aber auch den Weg zurück blockiert, ne? nein, Muff, nein, bitte nicht. Kein Lighty-Tentakel-Hentai, nein, bitte nicht. Schatzi, wenn du noch zuschaust, da hast du doch bestimmt auch was dagegen, oder? Bitte keine... hallo. Fleischfressende Pflanze da hinten oder sowas? Krass. Wow! Okay, die Tentakeln auch da oben. Eieiei. Alle wieder so nett hier. Hentai-Tentakel uncool. Yes. Yes, der Meinung bin ich auch. So, hier kommen wir nicht weiter. Das sieht vielleicht ganz spannend aus, aber was war jetzt noch hier? Ah, hier ist eine Ladestation für alles. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Oh. Die Viecher sind ja eine Qual. Chefchen! Hallo ihr Lieben, ich bin nur kurz da, um mich bei Lighty und Roxas zu beschweren. Was? Also Roxas ist schon nicht mehr da. Der war vorhin kurz hier, musste jetzt aber weiter. Oh toll, hier ist die Tür zu. Okay. Ich sehe schon, das Spiel möchte noch nicht, dass wir hier lang gehen. Aber Chefchen, warum musst du dich denn beschweren? Oh, der Grund der Beschwerde ist, Dragon Age ist so cool und ich bin unsüchtig. Sehr gut. Ja, das ist, ich sag einfach mal gern geschehen. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Nein! Nein, nicht... Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ihr verarscht mich. Nicht so einer. Das war im letzten... Oh Gott. Oh mein Gott. Der hat mich so viel Nerven gekostet im letzten Stream. Das war gefühlt einer der härtesten Bossfights. Und jetzt haben wir wieder so ein Viech. Nein, nein, nein. Ihr macht Witze. Das Spiel ist so gemein, ey.
Also damit hatte ich jetzt... Nein! Alter! Das ist nicht witzig. Oh. Ja, Muff, ich find's auch gerade witzig. Das Viech hat halt so dermaßen reingeknallt in die beim letzten Stream, halt, das war ja, wir hatten diese Zwischensequenz, diese sehr, sehr spannende, gute Zwischensequenz, und da wird unser Gesprächspartner einfach so von einem dieser Typen abgemurkst, mitten im Satz, und dann war das ein richtig, richtig fieser Kampf. Und es taucht ja einfach wieder so auf, in einem stinknormalen Raum. Okay, das wird spaßig. Alter, wir haben doch gerade erst einen Bossfight geschafft. Schatzi, so, ich habe gerade schon telefoniert und gehe jetzt noch die Kosmos direkt nerven. Wow, Schatz, super. Ich wünsche dir viel Erfolg und ja, mach's gut. Oh Mann. Ja, Muff findet es witzig, aber ich bin ja auch ein Sadist. Ich erfreue mich am Leiden anderer. Na, vielen Dank, Muff. Okay. Wo ist unser Safe Point? Direkt davor. Das ist gut. Das ist fair. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, was passiert. Wow. Okay, springen, ausweichen, draufhalten, dashen. Okay, wir werden das schon wieder irgendwie machen. Ist das krank, ey. Gut, das muss ich noch ein bisschen üben. Oh nein. Ich glaube, die Stelle hier ist aber auch schlecht, um den zu bekämpfen. Geht das da oben vielleicht besser? Jetzt sind wir hier einmal schon unten und... Ah. Wird echt ein... Leute, das wird ein Stream hier wieder. Das ist der Bossfight-Stream. Der offizielle Bossfight-Stream. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihn Bossfight-Stream genannt. Und nicht Tentakelmonster Creepy irgendwas Stream. Ich habe den Titel schon wieder vergessen. Oh Gott, 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 oh Gott. Das war gut, bis auf den, ja. Okay, ich freue mich. Yes! Okay, ich glaube, er hatte dann doch etwas weniger Leben als der erste. Wow. Dankeschön. Okay. Wir hatten ja, nee, irgendein Waffen-Upgrade hatten wir seitdem ja nicht. Ah, schön. Okay, ich freue mich. Jetzt freue ich mich gerade. Ich habe halt schon gedacht, so, oh Mann, jetzt hocken wir da wieder genauso lang dran wie an dem anderen. Aber dann war er wohl wenigstens ein kleines bisschen harmloser. Was ich sehr, sehr schön finde. Okay. Krass, der Hintergrund hier schon wieder, ne? Wie das alles aussieht. Aha, da geht's runter und da geht's rauf.
Okay, irgendein Secret ist hier auch. Dann wahrscheinlich hier unten. Ja. Boah, sind die Viecher fies. Okay, hier kann man ganz gut farmen. So ein bisschen Leben. Aber wo ist das Secret? Okay, spannend. Oha, okay. Ob das so gedacht ist? Ob das so gedacht ist, wenn ich jetzt hier runterfalle, habe ich dann nachher Schwierigkeiten, wieder raufzukommen. Ja, gemein. Okay, hier kann ich nichts machen. Okay, man würde hier quasi überall hinfallen. Oha, oha. Okay, verstehe. Ich wusste nicht, dass das geht hier. Oha. Boah, wir müssen das mit Schwingen machen. Okay. Okay. Ist schwierig, finde ich. Oh Gott. Oh Gott. Ich meine, die Mechanik muss ja gelernt werden, ne? Aber... Oha!
Na, wie geht es euch damit? Oha, oha, euch das anzuschauen. Wie Lighty hier hart am Üben ist. Okay, ich will ganz viele GGs. Oh yes! Wow! Alter, ich stelle mir gerade sowas vor über irgendwelchen fiesen Abgründen mit Lava oder so. Das ist ja richtig hart. Okay, aber, wir haben es wieder gelernt. Wir haben wieder was gelernt. Krass. Krass, krass. So, und offensichtlich war es auch tatsächlich das Secret, das hier gemeint war. Drachi! Ui, Steffen! Erstmal hallo und herzlich willkommen. Und Steffen ballert raus. 3 Community Abos. Und zwar an Softshell, Anni, Kaffi, Kanni. Wie süß. Und Metro Trains hat auch mal wieder eins. Oh, das ist dein GG. Vielen Dank, Steffen. Oh, das ist super lieb von dir. Hammer. Das waren übrigens 3. Dann haben wir jetzt, müsste das dir auch gleich angezeigt werden, dann die 110. Der berühmte Zungenbrecher, wenn du einen hast. Gerne, gerne. Also vielen, vielen Dank, Steffen. Vielen, vielen Dank. Aber ja, Leute, ne, jetzt sind wir schon so weit fortgeschritten im Spiel und ich lerne hier immer noch Neues. Und wir haben ja auch noch bei weitem nicht alle... Noch nicht alle... Was hat mich denn... Hä? Okay. Ach, der Einzelne war das jetzt. Kleine Mistratte. Unfassbar. Ah, da sind sie wieder, die Hentai-Tentakel. Ich will auch so klettern können. Ja, Mann. Oh mein Gott. Eine Emmy-Zone, aber... Nee, wartet mal. Die sind ja deaktiviert. In der letzten Zwischensequenz, die wir hatten... Okay, wir müssen da jetzt rein. So. Oh, aber da hat was gepiept. Schon wieder diese Schleusen. Wie gesagt, Super Missiles waren das mal in... Okay, da ist irgendwie eine... Okay, spannend. Okay, er ist deaktiviert. Alter, mein Herz. Ich habe halt so Schiss vor den Viechern, weil das halt, weil wir schon so krasse Erlebnisse hatten. Okay, da ist der. Der ist so ein schönes Eisblau. Und der hockt da hinten einfach und lauert und ist deaktiviert. Und ich bin mir so sicher, das wird nicht so bleiben. Oh mein Gott, Leute. Ja, und dann geht's auch schon wieder raus aus der Emmy-Zone. Okay. Sonst keine Geheimnisse. Oh, hallo. Also dieser Wald hier ist echt schön. Das muss man ja sagen. Also, nein. Diesen sich bewegenden... Boah, stellt euch mal vor, ne? Es gäbe Pflanzen, die sich halt wirklich so stark bewegen. Habt ihr mal einen Zeitraffer gesehen von normalen Zimmerpflanzen? So einfach über 24 Stunden hinweg. Die bewegen sich total viel. So richten sie die Blätter aus und was weiß ich nicht. Also es ist krass, wenn man sich mal so eine Zeitrafferaufnahme anguckt von
ganz normalen Zimmerpflanzen, wie viel die eigentlich sich am Bewegen sind, aber das ist schon krass. Oh, hallo, Adam. Cool. Neuer Dialog mit Adam. Daten werden hochgeladen. Samus, du näherst dich der Oberfläche. Diese Zone, Kavoran, scheint ein unterirdischer Wald zu sein. Ein echt schöner. Die Emmy wurden deaktiviert, aber Red Beak ist immer noch hinter deiner Metroid-DNS her. Ich habe das Video von eurer Begegnung nach deiner Ankunft erneut angesehen. Du warst ihm damals nicht gewachsen und du bist es auch jetzt nicht. Es stimmt, dass du viele deiner kämpferischen Fähigkeiten zurückerlangt hast. Dennoch liegt meine Analyse nahe, dass du es auch jetzt nicht mit ihm aufnehmen könntest, auch nicht mit all deiner Kraft. Der liebe Adam ist immer so motiviert. Samus, du hast keine Chance. Wenn er auftaucht, renn. Oder stirb. Eine Sache verstehe ich immer noch nicht. Warum hat dich Raven Beak bei eurer Begegnung verschont? Er muss einen Grund dafür gehabt haben. Das stimmt. Da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn der hinter unserer Metroid-DNS her ist, er hat uns beim ersten Mal so dermaßen in der Hand gehabt. Warum nicht direkt extrahiert? Oh, das ist ein guter Punkt. Habe ich so gar nicht drüber nachgedacht, aber ja. Okay, an den Dingern kommen wir irgendwie immer noch nicht vorbei. Ja, nee. Okay. Oh! Gemein! Oh! Ja, okay, gut. Aber da unten wäre auch schon wieder so eine Schleuse gewesen. Eine grüne Schleuse, die ich, wie gesagt, an sich eigentlich als Schleusen für Supermissiles kenne. Aber wir haben sie halt noch nicht. Schatzi, da bin ich wieder und habe eine gute und eine schlechte Nachricht für die Pause, falls du heute eine machst. Ja, ich werde eine Pause machen, wie immer, so gegen 21.10 Uhr, 21.20 Uhr, so um den Dreh. Ja, alles klar. Dann bin ich bereit für eine gute und eine schlechte Nachricht. So, da müssen wir... Ja, genau. Das sieht schon wieder so spannend aus hier. Vorwiegend gut. Das ist schön. Alter! Aber könnte mich gerade auch ein bisschen in den Hintern beißen. Oha, okay. Na, ich bin gespannt. Oh, was bist du denn? Alter! Du bist irgendwie so ein... Bewegt sich so ein bisschen wie so ein Wal. Viecher. Okay. Ich nehme mal an, wir sollten nicht in den violetten Strahl da reinkommen, den er absendet. Okay, hier kommen wir nicht so richtig dran vorbei. Können wir den überhaupt nicht... Doch, wir können ihn besiegen. Okay. Sehr gut. Das sieht schon wieder aufregend aus hier. Okay, wo geht's jetzt hin? Zurück in ein Gebiet, das wir kennen? Scheint ganz so. Zurück nach Dairon. Tja, möchten wir denn zurück nach Dairon? Was für Möglichkeiten hätten wir denn noch, bevor wir jetzt sicher sagen, dass wir das tun? Ich vermute keine Möglichkeit.
Oh, okay, das macht Schaden. Au. Ja, und da... Nee, hier waren wir noch nicht. Bin ich froh, dass wir gerade nicht zurück nach Dairon sind. Dachte doch gerade irgendwie... Aber okay, wahrscheinlich geht es hier nicht wirklich weiter. Doch, es geht hier unten weiter. Oh, 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 oh. Ah. Wow, ein neues Item. Oh, was werden wir kriegen? Jetzt hier den Space Jump oder so, von dem wurde ja auch schon gesprochen, dass wir uns den noch holen sollen. Alter, bin ich gerade froh, dass ich nochmal geguckt habe. Okay, ich bin gespannt. Oh, nee, das könnten Missiles sein. Super Missiles? Geil. Ja, fett. Super Missile erhalten. Eine stärkere Version einer Missile. Halte R und Y, um zu schießen. Also, so wie bisher auch. Dabei wird Missile-Munition verbraucht. Super-Missiles können Super-Missile-Panzerungen zerstören. Ja, okay. Ach, krass. Echt jetzt? Oh, okay, sie sehen ein bisschen mehr. Krass! Das ist neu. Eigentlich war das in der Metroid-Serie so, dass Super Missiles ein eigenständiger Gegenstand ist und dass man halt normale Missiles verschießen kann oder wahlweise Super Missiles und dann eben auch eigene Super Missile-Container findet und sowas, um halt die Menge zu erhöhen. Offensichtlich wurden jetzt unsere Standard-Missiles einfach grundsätzlich zu Super Missiles upgegradet. Okay. Das finde ich, Ah, guck mal, wir können auch ein Gegenstand sein. Süß. Okay. Interessante Designentscheidung. Aber klar, es gibt schon so viele Tastenkombinationen, die ich hier drücken muss. Irgendwie sehr viel mehr bleiben mir auch gar nicht mehr übrig. Diese Geräusche. Nice. Okay. Timo ist zurück. Danke, Eva. Ich möchte ja mal nach Japan und da will ich ein bisschen Japanisch können. Aus Respekt vor der Kultur. Voll gut, Timo. Herzlich willkommen zurück. Was hast du jetzt nicht mitbekommen? Ich kann dich mal ganz kurz auf Stand bringen. Wir haben dieses krasse Hentai-Tentakelviech erledigt. Dann hat mich das Spiel richtig hart getrollt. Du erinnerst dich vielleicht an den letzten Stream. Mitten in der Zwischensequenz wurde ja unser Gesprächspartner von so einem Robo-Choso abgemurkst. Und dann... So einen hatten wir jetzt gerade nochmal. Einfach so wieder unvermittelt, mir nichts, dir nichts, in einem stinknormalen Raum taucht er plötzlich auf. Aber wir haben ihn diesmal schneller hingekriegt. Und, ja, jetzt haben wir gerade eben Super Missiles erhalten. Alles sehr, sehr nice hier. Cool, das heißt, dann können wir jetzt ja... Ich muss sie gleich mal ausprobieren jetzt. Holy shit, okay, die Super Missiles machen Schaden. So, ist das jetzt eine Super Missile-Tür hier? Nice! Oh, geil, die Grünschleusen sind es halt wirklich. Wie gut. Oh, wie gut. Das ist großartig. Oh, das gibt uns jetzt schon wieder so viele neue Möglichkeiten, ne? Eieieiei. Oha, 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 oha. Okay, ich bin gespannt. Ja. Die neuen Missiles, die Explosion, die ballert schon irgendwie ganz gut rein. Können wir hier gerade nochmal was machen mit denen? Nee, ne? Gut, wir könnten zwar diese Pflanze
Können wir die jetzt eigentlich... Wenn wir gerade mal testen, kriegen wir die mit Super Missiles platt? Aua! Nein, immer noch nicht. Okay, naja gut. Also jetzt nochmal alle guten Abend, ihr famos schmeckenden Aua. Mochi! Oh. Ja, hier kommen wir immer noch nicht rauf. Beziehungsweise, warte mal. Doch, wir kamen doch hier in Bombjump, oder? Mit einem Bombjump kommen wir da doch hin. Okay, jetzt muss ich... Ah, das ist jetzt wieder... Da muss ich jetzt wieder üben. Aber man kann es ja mal probieren, ne? Man kann es ja mal probieren. Ah, oh, schwer. Lighty ist stolz. Missile Plus Container. Schön. Sehr gut. Sehr gut. Oh, dich habe ich gebraucht. Krass, damit haben wir jetzt sogar über 100 Missiles. 100 Super Missiles. Und da geht's weiter. Ach, das läuft doch schon wieder richtig gut, diesen Stream. Die Viecher einfach mit einem Schuss jetzt. Oh. Das hat schon was Befriedigendes. Irgendwie. Boah, hier sind jetzt echt viele Möglichkeiten. Eieiei, wo will ich denn hin? Okay, spannend. Okay, hier ist offensichtlich noch irgendwie ein Secret. Und da ist eine andere Tür. Jetzt sind wir also wieder hier gelandet. Tja, ich weiß nicht. Möchte ich dahin und dann führt mich das letzten Endes durch diese Schleuse und mal gucken, wo die dann hingeht? Oder möchte ich... Nee, das ist eine andere. Uff. Ja, nee, schon gut. Wir gehen hier lang. Mhm. Hat uns auf jeden Fall zurückgebracht. Ich weiß immer noch nicht, wie wir... wir da hinkommen. Das ist wahrscheinlich jetzt wieder... Oh Gott.
muss das mit dem Bomb Jump üben. Wahrscheinlich werden wir es noch nicht immer machen können. Uff. Nein, okay, komm. Ich gehe einfach mal weiter. Uiuiuiuiuiui. Hä? Was? Oh, diese kleinen Mistviecher, ne? Man sieht die fast gar nicht. Machen uns einfach kaputt. Aber es sieht alles so gut aus hier. Boah, hier ist angeblich ja irgendwie immer noch irgendwo ein Secret. Aber das gehört wahrscheinlich zu dem in dem anderen Raum mit dazu. Ich find's auf jeden Fall gerade nicht. Ja, nee, okay, gut. Der Unterricht war toll, danke Steffen. Allerdings habe ich einige Vokabeln vergessen und gemerkt, wie langweilig mein Leben ist. Timo, warum ist dein Leben denn? Dein Leben ist doch nicht langweilig. Ganz bestimmt nicht. Oha. Oha. Ist das wieder Zugang zu was Neuem oder was Altem, was wir schon kennen? Ich meine, dieses ganze Gebiet hier, Gavoran, war ja schon neu für uns. Oh, ja, das ist klein. Elun. Oha, okay. Da bin ich ja mal gespannt, wenn das so ein kleines Ding ist. Aber Elun klingt irgendwie cool. Ist auf jeden Fall auch schon wieder alles durchaus creepy. Okay, hier sind wir. Was bedeuten denn diese? Okay, Gavoran. Ah ja, okay, das ist der. Okay, das ist einfach nur diese Transportbahn hier, mit der wir gefahren sind. Okay. Timo sagt noch, wir haben über Hobbys gesprochen und was wir sonst so alles in unserer Freizeit machen. Und die Lehrerin macht so viel und einige andere Teilnehmende auch. Und ich habe einfach gerade mal Zeit für dieses eine Mal Sport in der Woche und dann während den Streams Schulkram zu machen. Gerade schreibe ich nebenbei eine Anordnung. Yay. Na, das klingt ja fantastisch. Oh, speichern, sehr gut. Viel Erfolg, Timo, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz freut es mich, dass du mit dem Streaming ja zum Beispiel auch ein neues Hobby für dich gefunden hast. Und sowas ist doch... Sowas ist doch auch mit Grund zur Freude. Oh, Zwischensequenz. Krass, was ist denn das für ein Komplex? Ist auf jeden Fall zu. Okay. Ui. Werden wir erwartet? Ich habe auch gerade so ein bisschen Schiss, Steffen, ja. Nicht, dass das jetzt hier Raven Beak ist, ein geheimer Unterschlupf oder... Oh, scheiße, nein. Aha. Boah,
Boah, diese riesigen Chozo-Statuen. Okay, das waren zum Glück nur Scanner. Aber okay, das baut schon wieder sehr viel Atmosphäre auf. Also diese alten Chozo-Anlagen hier, ne? Wobei das jetzt halt so nach Hochsicherheitsbereich aussieht, wie Timo gerade auch schon sagt. Und gar nicht mehr so wie so diese Tempelanlagen, die wir auch schon gesehen haben. Oh, okay, was passiert hier? Ach was. Oh, okay. Der fällt einfach mal zusammen. Das sieht jetzt wieder nach Tempelanlage aus. Okay, dann heißt, also wir haben diese Blitzetüren ja auch schon gesehen. Dann sind die doch nicht für Super Missiles. Dann sind das diese anderen Schleusen mit diesen grünen Punkten, aber die hier, nee, kriege ich nicht kaputt. Ist das jetzt hier eine Sackgasse oder gibt es hier noch einen? Okay, gut. Gut, okay, es geht weiter. Oha. Oh mein Gott, jetzt bin ich echt gespannt, was das hier. Okay, noch ist nicht Pause, das ist gut. Jetzt bin ich gerade echt irgendwie. Wer hat uns hier aufgemacht? Wer erwartet uns? Die einfach alle zerfallen hier. Warum? Sind das die ehemaligen Chozo-Soldaten, die von den X infiziert wurden? Und das sind faktisch noch ihre echten Körper? Nee, flackerndes Licht ist immer gut. Ja, Steffen, du sagst es. Also die Atmosphäre ist einfach schon wieder absoluter Hammer. Jo, okay. Was passiert hier? X! Oh mein Gott, okay. Das Video war... Oh mein Gott. Ich will das jetzt lesen. Ein als Gegnerreplik auftretender X-Parasit wird wieder zur Urform, wenn er besiegt wird. Samus kann den X absorbieren, um Energie und Munition aufzufüllen. Das ist ja wie in Fusion. Oh mein Gott, okay. Ich muss den jetzt irgendwie erstmal hier... Holy moly, wie kriege ich dich kaputt? Jetzt hier. Okay, X absorbieren. Und dann ist okay? Dann ist okay. Boah, krass. Okay, Leute, die X sind wieder da. Oh, das wird scheiße. Das war in Fusion so krank. Weil die X echt... Ja, also erst einmal, wenn dein Gegner besiegt ist, musst du ziemlich schnell dieses X absorbieren. Denn wenn du das nicht tust, dann stellt es sich sofort wieder zurück her. Und wenn du mehrere Bosse... Also mehrere kleine Gegner hast und dann diese X-Parasiten rumfliegen, dann können die sich verbinden und zu was richtig fiesem Großen werden. Also so war es in Fusion und das war, da musste man immer sehr, sehr schnell sein. Und auch, was auch richtig gemein war, nachdem man dann einen fetten, fetten Endboss-Fight hatte, musste man danach noch den X-Kern besiegen. Die auch nicht einfach waren. Also Fusion war deswegen auch, hatte krasse Bossfights. Gibt's da noch eine Fähigkeit mit den X? Ja, also ich bin gespannt. Also in Fusion, wie gesagt, war es ja so, dass Samus auf jeden Fall die Fähigkeit hatte, als einzige die Fähigkeit hatte, X zu absorbieren, aufgrund ihrer Metroid-DNA. Ja, krass, okay. Oh. Okay, da ist was im Hintergrund einfach gerade... Oh, und da oben kann ich lang. Ah ja, okay. Hier gibt es einfach nochmal ein bisschen Heilung, was ich schön finde. Kann ich brauchen. Wird mir helfen. Okay, also wir sind hier in einem Komplex gelandet, in dem auf jeden Fall ganz viele X sind. Das ist... Oh ja, da unten schon wieder so ein fetter.
Okay, ich muss... Ach, Scheiße. Okay, ich muss das üben. Ich muss den Melee-Counter üben. Weil, das hat gerade richtig fett Lebensenergie gefressen, ne? Wartet mal. Aber nein, den Raum zu verlassen, heißt einfach nur, der Gegner respawnt wieder. Okay, es bringt mir eigentlich auch nicht viel. Oh, Scheiße. Oh Gott. Okay, mit den Gegnern muss ich auch erstmal zurechtkommen. Ist hier das Secret, das es angeblich gibt. Warum haben die unterschiedliche Farben? So, kann ich hier den... Okay, man kann es kontern. Gut. Das muss ich einfach nur schaffen und üben. Ja, es gibt verschiedene X-Arten. Also in Fusion gab es blaue, gelbe, rote, grüne... abhängig davon, welche Farbe sie hatten, haben sie unterschiedliche Sachen von Samus regeneriert. Und ja. Irgendwo ist hier ein Geheimnis und ich finde es schon wieder nicht. Okay, guck mal, was mit der Missile passiert. Okay, die wird auch zurück. Die wird einfach zurück. Krass, wie stark dieser Vent hier ist. Na gut. Dann müssen wir hier weiter. Und das Secret, das es angeblich gibt, ist unten rechts noch ein Secret? Ich hab's halt nicht... Ja, da unten ist noch ein Weg, ne? Ja, aber angeblich ist das hier. Irgendwo, irgendwas. Und herzlich willkommen, Fun Gaming Factory. Hi. Also ich find's jetzt gerade nicht. Wieder sehr gut versteckt. Naja, gut. Gehen wir weiter. Ja. Oh, noch ein neues Item. Oh, und hier ist so eine grüne Schleuse. Das heißt, wir bekommen das Item, mit dem wir diese Schleuse öffnen können. Weil einen wirklichen Weg zurück gab es sonst nicht. Oh, was wird das sein? Super Missiles waren es nicht. Aber wenn es was zum Schleusen öffnen ist, muss es eine Waffe sein. Ein Beam-Upgrade? Das wäre ja geil. Wir haben jetzt ja den, wartet, wir haben ja momentan den White und den Diffusion Beam, genau. Und den Grapple Beam, aber der ist ja keine Waffe im eigentlichen Sinne. Typisch für die Reihe wäre jetzt Plasma Beam. Und der war eigentlich auch immer grün. Also ja, okay, ich tippe auf Plasma Beam. Plasma Beam. Schön! Ha, sehr gut. Ja, geil. Und ist der auch grün? Ein gewaltiger Beam, der mit Plasma mehrere Gegner auf einmal durchstoßen und Robotern Schaden zufügen kann, ohne aufgeladen werden zu müssen. Alles klar, also der ist jetzt so mächtig quasi, also der normale Schuss ist jetzt so mächtig wie die Charge Attack von unserem anderen. Was geiles. Drücke Y, um zu feuern. Der Plasma-Beam kann auch Plasma-Beam-Panzerungen zerstören. Das sind dann diese Türen. Okay. Oh, und er ist grün. Oh, und der Plasma-Beam,
Geil. Oh, das gefällt mir. Oh, wie schön. Oh Gott, das... Oh, Leute, diese Roboter, ne? Die haben uns... Oh, scheiße. Ich muss das X absorbieren, sonst wird's kritisch hier. Die haben so genervt. Und haben so viele Missiles gefressen, bis man sie endlich mal hatte. Oh, jetzt geht's ab. Genau, von Gaming Factory. Jetzt wird's spannend und macht Laune. Okay, da können wir nichts machen bei diesen roten Dingern. Da bin ich ja froh, dass ich das jetzt vorhin dann nicht geschafft habe mit dem Bombjump, weil es offensichtlich eh nichts gebracht hätte. Okay. Okay. Können wir da irgendwie hinkommen? Das sieht alles so aufregend aus hier. Egal, weiter. Oh oh. Oh oh. Wow. Wo war der nächste Safe Point? Bitte direkt vor der Tür. Nein, mit Erhalt des Plasma-Beam. Na gut. Oh, der hat den Laser jetzt gecharged, das ist... gemein. Gut, wir müssen einfach besser ausweichen. So, Timo, habe ich schon erwähnt, wie ungern ich sowas mache. Das Schülix ist eigentlich super nett und freundlich, hat aber schon in 8 Wochen Schulzeit über 130 Fehlstunden. Alle unentschuldigt angesammelt. Boah, ich sag mal, bei 130 Fehlstunden ist doch eigentlich... Ja, nee, also das ist... Boah. Da kannst du ja eigentlich gar nichts mehr machen. Also dem... Nee. Ist da eigentlich klar, dass der entsprechende Schüler das Schuljahr wiederholen muss? Oder wie macht man das jetzt heutzutage? Und ja, was ist Schülix? Ich bin jetzt einfach mal irgendwie darauf... Hab jetzt einfach mal vermutet, dass es ein bestimmter Schüler sein muss. Oh Gott. Okay, Leute, wisst ihr was? Offensichtlich muss ich hier gerade noch mal ein bisschen... Wir haben zwar jetzt ganz toll den Plasma-Beam und alles und sind definitiv so mächtig wie nie zuvor, aber das Spiel haut uns mal direkt die härteren Gegner hin und ich habe auch direkt halt nur noch einen E-Tank hier und deswegen machen wir doch gerade einfach mal Pause. So. Das ist, glaube ich, einfach besser. Aber cool. Schon wieder Hammer, was wir hier alles erlebt haben. Also sehr, 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 sehr spannend. Wirklich. Also das war jetzt handlungstechnisch schon wieder richtig Neues. So. Hallo, ihr Lieben. Hi. So, jetzt haben wir 21.05 Uhr. Ich mach mal kurz ein bisschen längere Pause, damit ich gerade noch in Ruhe mit Marlies quatschen kann und mich kurz ein bisschen erholen kann. Wollen wir sagen, dass wir Pause machen bis um 21 Uhr? Was wollen wir denn machen? 25. Das sind jetzt noch 18 Minuten. Das ist okay, glaube ich. 18 Minuten Pause sind okay.
Und dann freue ich mich auch schon, wenn es gleich weitergeht. Aber ich brauche das einfach mal gerade kurz. Und ihr vielleicht auch nochmal in Ruhe aufs Klo gehen und alles. Und ja. So, okay. Ich mache euch noch Musik an. Und dann sehen wir uns wieder nach der Pause, also in knapp 18 Minuten. Was nehmen wir denn? Das Lied mag ich. Und der Rest wird dann wieder ganz normal vom Random bestimmt. Also ihr Lieben, bis gleich.